sehe auch, dass ich nicht mehr der bin, der die gemalt hat früher. Das ist interessant. Was hat sich verändert? Ich habe mich verändert. Das kann man, nicht, kann man schlecht beschreiben, wie das Leben so läuft. Ne? Das sind ja 40 Jahre her. Man achtet nicht immer so auf die Prozesse. Man bestrebt es, im Hier und Jetzt zu leben. Ist das, hm? Das Städelmuseum ist in der glücklichen Lage, dass wir in unserer Sammlung sehr wichtige Arbeiten von Eugen Schönebeck haben. Wir stehen hier vor Siqueiros. Mich würde interessieren, wie war das in Berlin nach dem Wirtschaftswunder in den 60er Jahren, sich Bildthemen auszusuchen, die so ganz, ganz dezidiert politisch waren, die ja, letztlich sich beschäftigt haben mit dem Kalten Krieg, mit Fragen zu sagen, was sind die Heroen, was sind die Personen, die ich sozusagen als Künstler in meinen Kanon, meine Bildwelt aufnehmen möchte. Warum gerade Lenin, Trotzki oder eben, wie gesagt, hinter uns gerade Siqueiros? Ja, das war so eine Entwicklung. Also würde ich sagen, ich habe diese Leute nicht gesucht, vielleicht haben sie mich gesucht. Es gab auf der einen Seite den politischen Menschen Schönebeck, der auch politisch aktiv war oder zumindest politisch bewusst seine Zeitgenossenschaft verfolgt hat, und es gab den Maler Schönebeck. Ja, vor allem den Maler. Uh-huh. Also ich war weniger politisch aktiv. Okay. Da kann man eigentlich so ein linker Theoretiker gesagt, jeder an seinem Platz. Uh-huh. Und das wurde damals sehr, sehr übel genommen, weil das von den Linken, das der Vorwurf des Elfenbeinturms, den es nach, meiner Ansicht nach nicht gibt, ne, weil alles an den Rand getragen wird, wie man sich zurückzieht eigentlich. Uh-huh. Ne. Und ja, und so sind die Bilder entstanden dann. Es gab natürlich echt Probleme, formale ästhetische Art, und die habe ich dann gelöst auf meine Weise, in Hinsicht auf Wandmalerei. So ging das. Deshalb haben die so einen Monumentalisierungscharakter. Wir haben ja den Trotzki, wir haben den Lenin und wir haben auch Siqueiros, also ja, ein mexikanischer ja, Moralist. Ein Porträt der Verehrung, ne? Ohne dass ich mir da sonderlich viel dabei gedacht habe, formal ästhetisch oder so weiter. Nur in dem Jackett ist es ein bisschen angedeutet, ins Monumentalisierende gehen. Ne? Es war in den 60er Jahren nicht unbedingt üblich, also A, figurativ zu malen, B, als Künstler so eine politische Botschaft zu haben. Ja. Das war die Schwierigkeit, dann sind auch, deshalb sind die Bilder auch manchmal sehr unklar. Mhm. Also einmal etwas sehr Unreifes, etwas Pubertäres manchmal, sage ich mal vorsichtig ja, ausgedrückt. Ja, ja. Und dann ist man beim Malen erstmal mit dem Bild beschäftigt. Wenn ich vor dem Bild stehe und dann sehe ich, wie mache ich das, und dann vergesse ich viel und dann denkt man manchmal nicht an die Botschaft oder an das Porträt. Das ist dann nämlich nicht porträtähnlich. Das heißt aber auch, dass die Botschaft weniger wichtig ist als das, die Umsetzung des Bildes, also das, was Sie an dem Gesicht... Wenn das Feeling stimmt, ist die Botschaft nicht so wichtig, das innere Feeling. Ja. Ne? Und das entsteht bei mir, indem ich nicht so sehr viele Bücher lese, über Marx und so. Da habe ich schon nicht viel, gar nichts gelesen. Mhm. So ein Manifest bis zur Seite 4. Hm? Und wenn ich das gelesen hätte, hätte ich anders gemalt. Aber es sind trotzdem gute Bilder geworden. Vielleicht deshalb. Ne? Mhm. Vielleicht ist die Kunst, die Kreativität eigentlich nicht links, sondern rechts. Das kann auch sein. Oder vielleicht hat sie gar keine Richtung. Bitte? Vielleicht hat sie gar keine Richtung. Ich habe auch Nietzsche gezeichnet, habe Zeichnungen gemacht. Ne? Ich hatte nichts, in Frankreich ist das ja kein Problem, bei französischen Linken oder bei italienischen Linken. Aber schon hauptsächlich sind es linke Denker oder Politiker, also Mao. Ja, das vielen ging schon nach links. Und Nietzsche ist eher eine Ausnahme, weil... Es gibt auch einen sozialistischen Nietzsche, einen linken Nietzsche. Das hat mal jemand gelüftet, irgendwie so ein Franzose. Okay. Das habe ich auch so gesehen, was die Umverteilung der materiellen Güter anbelangt. Da gibt es zwei Sätze, die eigentlich links sind. Also wenn man künstlerisch ist, kommt man an Nietzsche nicht vorbei. Was mir dabei auffällt und ganz besonders wichtig auch ist, dass dieser Aspekt dieser frühen pandemonischen Arbeiten, diese Formsuche, dieses Generieren der Figur aus einem informellen Impuls heraus, sieht man zum Beispiel auch hier an dem Werk Lenin, wo auch man eigentlich merkt, wie die Figur, wie der Revolutionär, wie der Vordenker des Kommunismus, wie der hier letztlich auch sehr informell, sehr abstrakt letztlich erst sozusagen sich ganz langsam sozusagen in die Figürlichkeit hineinbewegt. Das sind zwei Ebenen. Einmal ist es ein künstlerisches Experiment. Die organische Form ist der Kopf und das Balkenkreuz ist eine organische und anorganische Form, so gedacht. Aha. Gleichzeitig ein Psychogramm, der war ja sehr krank, zum Schluss im Rollstuhl gesessen. Ja. Und das symbolisiert dieses Balkenkreuz, könnte auch ein Kruzifix sein, symbolisiert das alte Russland.
Das hat sich ja psychisch ausgewirkt, auch die Revolutionäre, Majakowski und so weiter. Und dahinter eben der Lenin, dieses das Power-Gesicht. Und das ist ein Psychogramm einerseits und andererseits ist es auch ein formales Experiment. Ich wollte das ausloten, das Balkenkreuz, was davor zum Abstand zum Kopf ausloten. Das ist ja eine räumliche, soll das sein. Ja, das heißt, Sie legen eigentlich in der Malerei schon so eine Kommentarebene übers Bild drüber. Also einerseits gibt es nachträglich die Figuration, andererseits gibt es vorträglich. Nachträglich? Nein, im Malen selber schon, denke ich. Also es ist ja ein Prozess, das Porträt und auch diese Kommentar über das Kruzifix oder ja, diese Struktur, ja, die Sie letztlich als fremde Ebene über das Bild legen. Ja. Das heißt, das Bild ist dann in dem Fall doch ein politisches Bild, denn es eine Aussage macht. Also diese Aussage über das alte Russland, das Kruzifix wichtig. Ja, aber es ist keine Schönfärberei. Ne? Mhm. Also es ist ein Psychogramm erstmal, so ein Übergangsbild ist das. Ne? Mhm. Also ein anarchistisches Element. Ne? Aber es kommt über die Gedichte von Majakowski rüber. Ich hatte erst viel Majakowski gelesen und da gibt es Lenin. Und dann kam dieses Lenin-Bild, entstanden diese Lenin-Bilder. Sehr dichten, sehr, sehr wichtigen Werk, das innerhalb von 10 Jahren entstanden ist. Wir reden ja überhaupt nur von ungefähr 30 Bildern, die wir von Ihnen noch aus den 10 Jahren haben. Ja, ja. Ganz wichtig ist dieser Bruch oder diese Entwicklung von den pandemonischen Bildern zu dem, was wir hier im Raum sehen, also diesen, kann man sagen, Heldenbilder, Verehrungsbildern. Wie kam dieser Bruch zustande? Also kein Bruch, ist ein Übergang für mich. Aha. Weil ich an jedem Bild gemalt habe und wenn es fertig war, habe ich ein neues angefangen. Ja. Ne? Dazwischendurch ist vielleicht irgendwas passiert mit mir. Also, ja, die Zwischenräume sind vielleicht sehr wichtig. Mhm. Also zwischen jedem neuen Bild. Wo man schon sagen kann, dass diese Heroenbilder oder diese Verehrungsbilder sind ja schon auch eine Serie. Die Bilder gehören meiner Ansicht nach alle zusammen. Aha, das ist natürlich nicht zu erkennen. Ne? Ja. Ja. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, das war eine schwierige Zeit in den 60er Jahren, also dieses überhaupt noch figurativ malen, auch diese Frage sozusagen zwischen politischem Engagement und sagen, der Möglichkeit überhaupt noch Kunst zu produzieren. Immendorf hat er in der Zeit letztlich auch dazu aufgerufen, mit Malen aufzuhören. Ich habe deshalb nicht aufgehört, als er das gesagt hat. Er hat zumindest überlegt vielleicht, aber Sie haben wirklich irgendwann aufgehört zu malen. Ich ja. War das sozusagen auch ein politischer Impuls? Es war deshalb ein hochgrabend esoterischer Entschluss vielleicht, obwohl ich das damals noch nicht wusste. Ne? Man lernt sich oft schon später kennen, man macht das richtig und dann nach 10 Jahren versteht man, was es richtig war, denke ich mal. Kann man das genauer beschreiben? Was war der Grund, der esoterische Grund? Nein, kann man nicht beschreiben. Kann man nicht beschreiben. Eugen Schönebeck wacht morgens auf und entscheidet nicht mehr zu malen. Nein, ich bin ja kreativ geblieben. Ich bin jetzt singt das wieder so hochtrabend zum Künstler geworden. Ja. Also Maler zum Künstler. Ein Künstler muss nicht unbedingt malen. Ich zeichne manchmal noch ein bisschen, habe noch Blöcke und habe noch einen Kontakt zur Kreativität, so als Selbstspiegelung und Selbstkontrolle. Es kann auch sein, dass ich wieder mal ein Bild male. Ich war vor 2 Jahren als Kurier, lustigerweise, in Los Angeles in einer Ausstellung, die deutsche Malerei oder deutsche Kunst, sozusagen während dem Kalten Krieg, in der BRD, gezeigt hat. Und da ist ein sehr schöner Raum gewesen, wo eben das Pandemonische Manifest, Baselitz und Schönebeck zusammenkommen, aber eben auch im Kontext der deutsch-deutschen Kunst. Ja. Spielt Ihre Herkunft oder auch Ihr Umzug nach Berlin, nach West-Berlin, und auch Ihr Bleiben dann in West-Berlin, spielt das für Ihre Kunst eine Rolle? Gibt es sozusagen eine Reflexion darüber und Beschäftigen damit, dass Sie letztlich auch aus einem anderen vielleicht anderen Malereikontext kommt, der sich danach eben in eine andere Richtung entwickelt hat? Oder ist diese deutsch-deutsche Geschichte für Sie was, wo Sie sagen würden, das macht auf Ihre, das hat keine Auswirkungen, spielt keine Rolle für Ihre Malerei? Doch, aber es ist schwer zu erklären. Ich denke mal, heute im Nachhinein war es richtig, dass ich nach West-Berlin gegangen bin und nicht nach Paris. Ich wollte immer nach Paris gehen eigentlich, es sollte ein Übergang sein. Mhm. Aber nach Paris konnte man jederzeit gehen. Es hätte ich heute noch gehen können und das war mir sehr wichtig. Irgendwie war es wichtig, dass ich in Berlin hängen geblieben bin. Ich hatte in Düsseldorf nicht diese Bilder gemalt. Und generell sowas wie eine Leipziger Schule, die erste Leipziger Schule, also auch eine bewusst in der DDR ja gepflegte Malerei, die sich mit gesellschaftspolitischen oder mit politischen Themen auseinandersetzt. War das etwas, was Sie verfolgt haben? War nein, das sozusagen nein, etwas, nein. Was Sie... war der umgekehrte Weg. Ne? Also wie man eine Figur zeichnet zum Beispiel, man kann Akt zeichnen oder wenn man eine Figur abstrahiert, dass man richtig akademisch Akt zeichnet, dann
vereinfacht oder deformiert. Und bei mir ist es ein umgekehrter Prozess. Ich nehme irgendwelches Material, irgendwelche Klumpen und setze eine Figur zusammen. So weiter. Also das ist nicht der Weg der DDR-Kunst. Wenn die dann, die haben eine akademische Ausbildung gehabt und haben das, als es liberalisierte in der DDR, diese Dinge dann vereinfacht oder so, ins Kubistische. Deshalb, ja. Und bei mir war der umgekehrte Vorgang. Außerdem muss ich mir noch handwerkliches Rüstzeug erwerben. Ich habe ja nie Hände gezeichnet. Das haben wir ja nicht am Studium, ja. Ne? Auch Basel jetzt hat das so sich erarbeitet, als Namensstudium. Genauso wie sie Künstlergruppen erst nach dem Studium bilden. Man lernt Leute kennen. Noch nie ist was in der Kunsthochschule kreiert worden. Weder Kubismus noch Impressionismus. Niemals.